Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren. Heute mit dabei, am Freitag, Bastian Schlingel-Wölfle. Ja, und hier aus dem hohen Norden, grüß ich. Und da hinten sitzt natürlich auch der Alexander Hoaxmaster Waschkau. Ja, moin. Das ist übrigens genauso schlecht dein Norddeutsch wie mein Bayerisch. Das beruhigt mich sehr. Das beruhigt mich sehr, dass du irgendetwas nicht kannst, Schlingel. Ja, das, man muss ja auch mal, ne? Ja. Und heute zum letzten Mal dabei, was eigentlich ganz schade ist, weil es war sehr unterhaltsam mit dir, Jan. Jan Bauch wieder dabei heute. Ei, heiliges Löffel, jetzt ist mir das Zitroneneisch ausgegangen. Ja, ich glaube, verrückt hier mit die Schwabe untereinander. Gott, Gott. Das können wir so nicht machen. Können wir nicht machen. Die Zuschauer sind da anderes gewöhnt. Ja. Besser weiß ich nicht. Aber egal. Anders, auf jeden Fall. Ja. Ja, aber jetzt geht's mal so richtig ab, nochmal in dieser Woche. Es war sehr elegisch und jetzt kommst du richtig drive rein, ne? Also das ist jetzt nochmal eine Minute, wo es mal richtig abgeht. Und auch so ein Punkt, über den ich bei einem Bier häufiger danach diskutiert habe, das, was Neo jetzt gleich erzählt, nämlich das Déjà-vu als Veränderung der Matrix. Ja, es ist, hat sich auch so in die, ich will nicht sagen Popkultur, sondern eher so in den allgemeinen Sprachgebrauch, so in den 90ern, frühen 2000ern, sehr, sehr stark eingebracht, wenn dann halt irgendwie mal jemand was mit Déjà-vu sagte, dass dann jemand kam mit, ja, Fehler in der Matrix. Ja. Definitiv. Also das ist in der, ich will ja nicht mal unbedingt zwingend Nerdkultur sagen, da natürlich noch mehr, aber das ist schon echt. Das ist eher sogar noch, ich fand's eher noch mehr in der, wie soll man das sagen, in der normalen Kultur, nein, nicht normale Kultur, also das in den allgemeinen Sprachgebrauch von Leuten, die eben nicht so filmnerdig sind, dass es da halt eben das eine der Sachen ist, die, du hast ja sonst so Sachen, die aus dem Werbefernsehen oder so halt irgendwie übernommen werden. Oder Shakespeare. Ja. Da ist das Faul im Staate Dänemark. Genau, von vielen Leuten, die das Original nicht kennen. So ist es. Aber genau, und das ist halt mit diesem Fehler in der Matrix-Ding ist das auch so passiert. Genau. Und Neo ist das ja gar nicht bewusst. Das ist ja das Schöne. Also wir erinnern uns, er hat zweimal die schwarze Katze gesehen, die so ein bisschen geschüttelt hat und dann weggelaufen ist. Und sagt dann Déjà-vu. Und der Rest der Crew ist total aufgeregt und fragt, was ist genau passiert? Und er sagt, naja, eine schwarze Katze ist da gerade langgelaufen und dann nochmal. Und dann noch eine. Oder noch eine, genau. Genau, das ist an der Stelle, glaube ich, auch ganz wichtig. Ja. Eine andere, die genauso ausgesehen hat. Ja. Und darauf dann, anstatt irgendwie anders zu reagieren, ja die völlig merkwürdige Frage von Trinity, wie sehr hat sie der anderen geähnelt? War es die gleiche? Mhm. Was ja eigentlich nicht sein kann. Ja, ne? Aber also, das ist halt, du merkst halt an Matrix. Der Stelle, dass Neo halt eben noch nichts oder noch nicht viel über die Matrix, wie sie innen funktioniert oder was die Effekte sind, also was da passieren kann, weiß. Also die anderen wissen das, kennen das. Ihm hat niemand was gesagt. Genau. Und er sagt dann eben auch wunderbar in seinem Gesichtsausdruck. Genau. Hey, was wollt ihr jetzt von mir? Genau. Und er sagt dann ja, könnte sein, weiß ich nicht genau. Und in dem Moment verändert sich die Haltung der Leute, der Crew und natürlich die Musik. Ja. Bläser genau, wir haben bisher ja nur so ein wieder so ein gewaberndes Streichen, ein hohes. Also wir erzeugen Spannung und jetzt haben wir halt so Blechbläser, eine Posaune oder würde ich jetzt mal behaupten, die da plötzlich einsetzt und das ganz klar Gefahr, ja, das schreit Gefahr wie sonst nichts. Ja, das ist so ein. Und sofort von Morpheus dann ja auch so der Hinweis, Switch APOC. Und die ziehen ihre Waffen und laufen sofort los. Also ist klar, hier ist Gefahr in Verzug, würde man sagen. Und allen ist das plötzlich bewusst. Außer Neo, der so ein bisschen irritiert immer noch ist. Ja eben, ihm hat niemand erzählt, was gerade passiert. Genau. Warum das halt so schwierig ist. Wie bitte? Was ist los? Ja. Ne? Das war doch nur eine Katze. Genau. Und dann eben der entscheidende Satz von Trinity, du hast gerade schon gesagt, ein Déjà-vu ist normalerweise ein Fehler in der Matrix. Mhm. Die Maschinen haben was geändert. Wobei auch schön, dass es als Fehler in der Matrix, war es in der deutschen Sync auch so, weil da sagt sie ja Glitch. Ist ein Glitch ein Fehler? Ja, schon. Fehlerstörung. Ja, so ein, aber ist halt eher so ein,
Ja, zu der Zeit auch noch nicht so ein, so ein, so ein allgemeines Wort. Wir können ja mal gerade ins Deutsche reinhören hier. Ja, das ja sie sagt Fehler. Fehler in der Matrix. Glitch ist noch ein bisschen was anderes, ne? Mhm. Ja, ist eher so eine Störung. Ausrutscher? Ja, irgendwie sowas. To glitch? Ja, im Deutschen Glitch, ausrutschen. Hm. Naja. Ja, nee. Man weiß es nicht. Aber ja, also so eine leicht andere Konnotation als eigentlich Fehler. Aber sei es drum, wir haben es ja schon gesagt, der Fehler in der Matrix ist natürlich bei uns tradiert inzwischen in der Sprache. Und ja, eben der Hinweis, die Maschinen haben, oder sie sagt gar nicht Maschinen, sie Nein, sagt, sagt sie. Sie. Es die, passiert, wenn sie etwas verändern. Die da oben. Die da oben. Mhm. Diese, die eh machen, was sie wollen. Ja. Ja, und also wie du gerade schon gesagt hast, Switch und APOC schwärmen direkt aus. Cypher tut auch so ein bisschen so, als würde sich irgendwelche Dinge angucken. Cypher looking at things steht ist praktisch. Ja. Und dann hören wir halt, dass wenn sie da oben halt was ändern. Und dann schneiden wir in das Zimmer, in ein Zimmer, in das gerade Maus reinläuft mit so einem großen Brotzeitkasten unterm Arm. Und da das ist und dann wieder das Zimmer, in dem er auch vorher gesessen hat, ne? Wahrscheinlich. Der war nur kurz draußen, da diese Kiste holen. Wahrscheinlich, ja. Ja, möglich. Und dann sehen wir, wie heißt das? Der Operator? Dozer? Dozer. Ja. Dozer, genau. Okay. Da ist vorher noch was. Und zwar, in dem Moment, wo es losgeht, wo der eine durchlädt, hörst du im Hintergrund einen Helikopter. Das läuft, das liegt so über dieser ganzen Sequenz. Stimmt. Liegt dann halt auch noch ein Helikoptergeräusch. Hm, hast recht. Stimmt. Das macht halt auch noch so ein bisschen dieses Bedrohliche. Ja. Was halt übrigens weg ist, als sie zu Dozer schneiden und wieder zurück, also auch wieder schön gemachte Continuity. Ja. Also es ist offensichtlich ein Hubschrauber in der Matrix zu hören, ne? Das ist das Entscheidende dabei. Was ja auch so eine Konnotation von so einer Einsatzkommando hat oder sowas. Hm, genau. Und was wir sehen, ist, dass irgendwer mit so einem großen Seitenschneider. Wir sehen erstmal noch Dozer, der ist wirklich sehr besorgt guckt. Genau. Ja, und dann halt mit dem großen Cable Cutter wird da, das ist auch strange, was die da durchschneiden. Also, wenn man sich das hier so im Standbild anguckt, das ist, selbst bei den Amis ist das keine Telefonverkabelung. Also, das sieht eher so nach 110 bis 220 Volt aus. Vor allem auch, dass es dann halt blitzt beim Durchschneiden. Klar, anders wäre langweilig, wenn du halt eben so ein 40 DA einfach mal mit so einem Cable Cutter durchschneidest, dann macht plopp, das Ding fällt auf den Boden und es ist nichts los. Genau. Es ist aber witzig, weil wenn du das mal genauer anguckst und so Frame by Frame durchspringst, dann siehst du, dass an dem rechten Strang etwas glüht. Mhm. Und ich habe mir die ganze, weil ich habe geguckt, sieht man irgendwo Sprengsätze, die hochgehen? Nee. Sieht man nicht. Die könnten natürlich oben auf dem Teil sein, aber es könnte tatsächlich auch sein, dass da einfach irgendwo sehr viel Strom drauf ist. Und das tatsächlich einen Kurzschluss erzeugt. Das die Möglichkeit besteht. Die besteht. Das meinte ich aber damit, dass also so dieses auch wieder rumgenörde, aber also ja, auf dem deutschen Telefonsystem ist einiges an Volt drauf, aber halt eben keine Ampere. 160 oder so, oder? 60 Volt, beziehungsweise was waren das? 40 und ich glaube 60 bei einem Anruf. Aber du hast halt eben, man kriegt zwar ganz gut eine geschallert, aber das Ding hat halt eben keinen Strom. Und ich glaube, die Amis waren da auch nicht viel verrückter. Also. Nee, um Gottes Willen. Ich glaube, wir können da sicherlich festhalten, dass es bei keiner Verkabelung der Welt, wenn du ein Telefonkabel durchschneidest, sowas Ähnliches passieren würde. Ja. Vor allem, da habe ich nämlich, dadurch, dass es halt in dem Moment blitzt und raucht, habe ich mir mehrfach gedacht, so, warte mal, und er sagt dann ja, Hardline has been cut, aber ich hätte in dem Moment eher damit gedacht, dass irgendwo Licht ausgeht. Mhm. Das stimmt. Mhm. Also, die haben die Stromleitung durchgejagt, ne? Ja, also wenn das die Stromleitung zusätzlich gewesen sein sollte, dann ist es nicht besonders effektiv, weil du siehst halt eben nirgendwo dann sichtbar Licht ausgehen. Ja. Nee. Ja, das ist vielleicht die Erklärung, dass damit ganze Körper dadurch diese Hardline durchgehen muss, die besonders dick sein. Das ist einfach, um das bisschen effektiver zu gestalten, klar. Ja. Ja, und jetzt geht's halt los. Die Leitung. Also, let's go. Sie rasen die Treppe hoch und Dozer informiert jetzt Maus, dass sie die Hardline gecuttet haben und sagt, das ist eine Falle, haut ab. Und dann möchte er rausgehen zu der Tür, durch die er möglicherweise reingekommen Fenster, ist. Ne? Fenster.
oder Fenster, was auch Vorhänge immer. Zieht er da auf. Hängen Vorhänge davor. Genau. Dahinter halt nicht. Ja. Ist halt kein Fenster mehr, sondern da ist plötzlich eine Ziegelwand. Hm. Die allerdings ein bisschen sehr nach Styropor aussieht, wenn wir ehrlich sind. Ja. Was? Aber der ganze Raum hat halt eben auch so ein bisschen Theater, ja, oder Theaterkulissen. Ja, ja, wo wir vorhin schon dabei waren, von wegen, dass ne, in den USA manchmal so solche Wohnungen und solche Geschichten gerne mit so sehr wrackigen Wänden dargestellt werden. Ja. Also das in diesem Raum ja auch, dass die Wand teilweise sogar zersprungen ist. Und ja. Da sind dann halt so ja, Cracks in the Wall und auch das, was danach kommt, wo man dann halt auch ein Stück vom Boden sieht, wo er da, ja, was halt auch irgendwie so ein Estrich, der schon sehr, sehr kaputt ist. Ja. Während du halt draußen an den Wänden halt immer noch so diese Holzvertäfelung und alles siehst. Ja, das stimmt. Stimmt. Ja. Ja. Dann reißt er da also die Vorhänge auf und steht vor dieser Nicht-Styroporwand. Ja, und wir wissen jetzt, was die Maschinen geändert haben und warum es eine Falle ist. Das ist jetzt ja der fiese Effekt, dass sie natürlich ja das Haus zugemacht haben. Ja. Das heißt, wahrscheinlich werden sie auch die Türen zugemauert haben, könnte ich mir gut vorstellen. Ja, zumindest die äußeren, weil durch die eine Tür, also die nicht jetzt zwischen den Räumen. Ja, nee. Ja. Bist du noch da, Schlingel? Ich bin noch da, ich lausche euch hier. Machen wir ein bisschen Sorgen. Nicht, dass sie auch die Hardline nach Fürstenfeldbruck gekappt haben. Ja, das passiert. Das wäre fatal, wäre das gewesen. Ja, das war. Und dann sehen wir nochmal den entsetzten Operator. Oh ja. In einer frontalen Aufnahme, der also jetzt in die Matrix hineinstarrt. Ein leichter Vertigo. Ja, genau. Leichter Vertigo-Effekt, genau. Also, wir erzählen noch einmal für die Leute, die das nicht Ich wollte jetzt gerade mal vorschlagen, Schlingel, jetzt du das mal. Also, wir kennen die Vertigo, die heißt eigentlich Vertigo-Fahrt aus dem Film Vertigo, weil da wurde das sehr viel benutzt. Von dem Alfred damals. Vom Alfons Hitchcock, ein bekannter bayerischer Filmemacher. Und die Vertigo-Fahrt ist mehr oder weniger eine Fahrt auf einen Charakter zu oder von einem Charakter weg und eine gegenläufige Zoom-Fahrt, das ändert ein bisschen das Verhältnis Hintergrund zum Vordergrund. Der Spezialist würde sagen, den Field of View. Ja, genau. Nur sowas, das musst du schon ein bisschen mit einem bayerischen Akzent sagen. Ah jo, View. Field of View, weißt du schon? View. Ja, genau. Aber sehr schön. Ja. Und dann sehen wir halt den Matrix-Code, der sich für uns jetzt nicht sonderlich verändert hat, aber offensichtlich für... Läuft der nicht ein bisschen schneller? Das zumindest schon. Ja, definitiv. Das ja. Zumindest schon, ja. Also er scheint sich zu überschlagen, ja gut, okay, dann ist es das, läuft nicht so entspannt. Genau, da ist irgendwie mehr Hektik drin, ist in der ganzen Szene, aber so in diesem Ablauf da. Ja, und Maus, wir springen dann zurück in die Matrix, Maus schmeißt irgendwelche... Halt, da ist vorher noch ein Skandal. Der Frame direkt nach dem Matrix-Code ja. Hat entweder in der Version, die ich hier habe, noch zu wenig Informationen aus den... Aber ich vermute, da fehlt einfach das Color Grading. Ja, genau. Ja. Das ist witzig. Da ist komplett off. Genau, das ist ja noch nicht mal Gamma ist da noch nicht mal drüber. Da ist nichts drüber. Das ist einfach raw. So wie es aus der Kamera gefallen ist. Da ist ein bisschen runtergezogen. Also du siehst, also es ist schon auf schwarz, aber ja, das ist schon echt klasse. Wovon die Jungs hier gerade reden, liebe Zuhörer und Zuhörer, ist, dass es tatsächlich ein Frame des Films gibt, in dem offensichtlich die Farbkorrektur an keiner Stelle angefasst worden ist. Das heißt, der Hautfarbe ist noch Hautfarbe und dieser gesamte grüne Effekt, den wir sonst... Es sieht halt aus wie in so einer so einem Wüstending, ja. Weil es so krass gelb sein. Im Vergleich ist. Ja, ja. Genau, könnte aus Rambo sein, hast recht. Ja. Und dann aber tatsächlich ein Frame später, als ob ein Lichtschalter umlegt, wird alles grün und man sieht, da haben sie jetzt die Farbe angepasst. Aber damit ist natürlich die ganze Glaubwürdigkeit des Films für mich dahin. Also das war's. Da müssen wir dieses Projekt auch direkt beenden. Rufst du nachher Anna an? Ja, das werde ich mir dann mitteilen. Gut, wir sehen also dann, wie Maus eine Kiste von einer anderen Kiste oder zwei kleine Kisten von einer großen Kiste runterschubst. Und das ist eine Truhe und gar keine Kiste. Und in dieser Truhe sehen wir Granaten. Granatenmunition. Panzerbrechende Munition. Das ist doch ein ganz einfache Großkaliber-Gewehrmunition.
Das ist ein Großkaliber. Also beziehungsweise Gurtmunition für irgendwas Größeres. Ich dachte, sowas wäre schon panzerbrechend. Das kann durchaus panzerbrechend sein, aber es ist halt immer noch was, was du aus so röhrenförmigen, also das ich würde jetzt nicht als Granaten bezeichnen. Keine Granatwerfermunition, sondern Großkaliber-Gewehrmunition. Genau, also sowas, was du dann halt eben auch in ein großes MG füttern würdest oder ja. So. Also wir sehen irgendwas mit großen Patronen und irgendwelche Waffen, die Maus rausnimmt und dann ein schneller Gegenschild. Und wir sehen dann tatsächlich sowas wie ein Sondereinsatzkommando, das von außen sich einer Tür nähert. Und wir können wahrscheinlich messerscharf schließen, dass das die Tür zu dem Raum ist, in dem sich Maus befindet. Die nicht zugemauert ist. Die nicht zugemauert ist. Und sie treten die Tür auf. Maus hat zwei vollautomatische Waffen, würde ich sagen, ne? So Mafia-esque, aber... Ja, aber auch geil getrimmt, ne? Die sehen aber aus wie genau, Thompson. Also, genau. Aber wenn ich da ein bisschen debunken darf, ja. Die sind nicht echt, die sind von dem Chef-Prop-Master designt worden. Also keine echten Waffen, die man so kaufen könnte. Genau, ist halt nichts, was es irgendwie in dem Stil gibt. Was halt auch so... Sehen aber cool aus. Sehen verdammt cool aus und vor allem... Was mich halt eben in der Szene davor, wo er die Kiste aufmacht und die rausholt, halt wundert. Du hast halt zu dieser Gurtmunition, fliegen da auch Schrotpatronen in der Kiste rum. Obwohl du halt eben, keine Schrotkanone da siehst. Ach was. Da sind halt eben, da sieht man zumindest eine Patrone liegt dazwischen, dieses rote Ding. Ah, ja, stimmt. Ist, glaub ich, noch eine. Ja, stimmt. Und das andere ist halt, ich frag mich, dadurch, dass das halt so Gurtmunition ist, wird die da einzeln reingeladen, weil dann... Sieht so aus, also maximal ineffizient. Genau, weil dann hat er halt eben so diese eine Rotation und müsste dann nachladen. Muss er offensichtlich nicht, weil wenn du dir die Dinge anguckst, die sind komplett leer. Sowieso schon mal, naja, ne? Es kann ja sein, dass die weiter hinten... Naja, ich weiß, was du sagen willst. Solange sind ja die Trommeln gar nicht. Genau. Also sieht man aber auch nur, wenn man... Einzelbilder macht. Ist aber auch mega... Also, ich schaue es mir gerade an. Jetzt verstehe ich auch, wie dieses Ding funktioniert. Da ist oben ein Elektromotor drauf, da gehen zwei Kabel hin, genau. Geht nach hinten, da ist eine Kette und die Kette wiederum geht an ein Zahnrad-Einheit, die hinter dieser Trommel sitzt. Und in dem Moment, wo er den Trigger drückt, läuft einfach der Elektromotor los und dreht diese Teile. Ja. Und ich weiß, wahrscheinlich wurden die Mündungsfeuer auch in Post gesetzt. Ich weiß nicht, das sieht schon so ein bisschen aus, als wären da so Gasflammen halt eben immer mal draufgesetzt. Das könnte aber auch Post sein. Ja. Also ich hab mir das Ding Frame für Frame durchgeguckt. Ja. Was mir da viel mehr aufgefallen ist. Die zünden viel zu weit vorne. Die erste Gasflamme, sorry, dass ich die gerade mal unterbreche, die erste Gasflamme zündet locker 20 Zentimeter vor der Mündung. Stimmt. Und die müsste direkt an der Mündung zünden, weil da muss das Piezo-Element sitzen, dass die Zündung macht. Stimmt. Und die zweite Flamme aus seiner linken, also von ihm aus gesehen linken Ding, die sieht ein bisschen, die ist, ja. Das sieht ein bisschen nach Digital aus, alles. Ja, was mir da. Aber es sind eh so wenige Dinger, dass man, das konnte man relativ eben schnell da mal draufklemmen. Und was mir halt eben auch in dieser ganzen Sequenz auffällt, das SWAT-Team feuert ja zurück. Ja. Und im Ablauf, wenn du das einfach laufen lässt, dann hat das so eine Illusion von, dass er halt eben mehrfach getroffen wird. Wenn du dir das Frame für Frame anguckst, merkst du, dass das, was halt eben irgendwie wie ein Einschuss wirkt, eigentlich nur in einem Frame zu sehen, so ein etwas größerer, rötlich ausgefranster Punkt ist, der danach wieder weg ist. Und du hast halt weder auf seiner Kleidung eine Reaktion davon, also nicht diese typischen Blutbeutel, die halt eben unten drunter, und sei es in den ganz billigen Produktionen halt irgendwie mit einer Mausefalle, dass du halt eben dieses Zucken hast. Ja. Und du hast keine Löcher in den Klamotten und nichts. Ja, ja, ja. Also du siehst deutlich mehr Blut dann jetzt nochmal. Da muss aber da muss was passieren, weil du siehst in dem Moment, wo dieses rote Ding platzt, reagiert sein Jackett genau an dieser Stelle. Also sein T-Shirt verzieht sich an der Stelle und das Jackett beult sich aus. Das kann gut sein. Also das dann, vielleicht haben sie halt eben die Nummer. Wir haben zwei Explosionen. Zwei, aber nicht so viele wie die auf ihn ballern. Auch eine Explosion würde ich auch nicht sagen, sondern das könnte dann eher die Nummer sein mit Klebeband. Da ist ein Loch in seinem Shirt. Ist ein Loch im Shirt?
Ja, ja, da ist ein Loch, okay, in der, da wo der erste Einschuss passiert ist, oben ein Loch im Shirt und du siehst seine Haut durch, die nicht verletzt ist, okay, aber es ist auf jeden Fall ein Loch im Shirt an der Stelle, also da ist offensichtlich tatsächlich ein Pack, ja, das losgegangen ist. Okay, also ich hätte jetzt gedacht, an der Stelle haben sie entweder ein bisschen Klebeband und ein Seilchen genommen und das nachher rausgenommen oder halt irgendwie einmal mit der Druckluft runtergepustet, weil... Also zumindest. Es gibt ein, da es gibt ist, ein, genau, Frame, ein Frame, das sieht aus wie ein da Loch. Da siehst du sehr gut, dass da ein Loch drin ist. Okay. Also ja, würde ich tatsächlich, ja, okay, schon. Na gut. Ja. Aber im Wesentlichen. Jetzt nochmal in unserem Kommunikationskanal die, schauen. Entsteht die Illusion dadurch, dass er so wirklich mit dem Oberkörper auch wackelt, ne, der, ja, Schauspieler. Ja. Also das ist die. Also heutzutage würde man das mit wesentlich mehr Gematsche machen. Ja, definitiv. Wobei natürlich das Gematsch und das Blut sehen wir dann ja dann im Gegenschnitt. Also sie schießen jetzt einfach Maus über den Haufen und Morpheus rast das Treppenhaus noch hoch, hört das und bleibt dann so eingefroren stehen. Wir sehen dann Maus auf dem Zahnarztstuhl, wie er sich so schüttelt und Blut fließt ihm aus dem Mund. Und das ist ja eigentlich auch der das tragischere, ja, Blut an, genau, der, weil das ist weil das Blut echte in der Matrix ist ja erstmal nichts wert. Ja. Genau. Ja. Und auch da sieht man in der Zeitlupe halt eben irgendwie so, wie er bis drei zählt und dann halt eben die Kapsel zerbeißt. Was ich noch viel lustiger finde, ist, dass die, du siehst im Hintergrund hier, wie heißt der mit dem roten Schirm? Cypher. Okay, vielleicht kommt es mir jetzt auch nur so vor, oder es verändert sich auch über die Zeit, aber mir kommt so vor, als ob vorhin, als die mit dem Auto angekommen sind, in der Szene. Da ist ja auch nochmal ein Schuss nach draußen, wo man ihn halt eben da mit diesem leichten Oberlippen wackeln sieht. Yeah. Dass er da wesentlich weiter hinten lag, ja, als jetzt. Hätte ich auch definitiv gesagt. Definitiv. Ja. Also da ist der Stuhl entweder hochgefahren oder der Continuity hat gepennt. Skandale, die waren so mit der Uhr beschäftigt. Ja, damit sie passt. Weil die haben gesagt, wenn der Schlingel sich das anguckt, der guckt nach, ob die Uhr passt. Haben sie hier vergessen, wie der Stuhl eingestellt war. Ja, oder die bewegen sich dann über die Zeit, damit einem die Muskeln nicht komplett einpennen, wenn man da irgendwie 2-3 Tage unterwegs ist. Das kann natürlich auch sein. Ist auch eigentlich in dem Film mal was dazu gesagt worden, wie lange die Missionen sind, nee, die jeweils in der Matrix unternehmen? Nee. Nee. Nicht, dass ich wüsste. Ja, mit einem Schwall dunklen Blutes und einem dem angedeuteten Piepen eines Herzstillstandes verlieren wir Maus und werden auch Jan verlieren. Denn wir sind am Ende dieser Woche. Ja. Das war sehr schön mit dir, Jan. Danke, das war sehr schön mit euch. Ja, definitiv. Ja. Und euch da draußen bleibt uns jetzt eigentlich nur noch ein schönes Wochenende zu wünschen. Ja, schönes Wochenende. Und ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder bei Minutenweise Matrix. Macht's gut. Haut rein. Gute Nacht. Tschüss. Hey, ich bin Arne und das war Minutenweise Matrix. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt mich doch ein wenig. Ich schneide, produziere und hoste diesen und weitere Podcasts wie auch andere Projekte im Netz. Informationen, wie ihr mich unterstützen könnt, findet ihr auf compendion.net.